Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde World of Warcraft. Wir nähern uns langsam mit dem ersten Char mit Tursa an der Stufe 80 in The War Within. Und heute spielen wir Priorat der Heiligen Flamme. Und natürlich wieder Holy Priest, weil den wollen wir jetzt nach oben bekommen. Der hat ein paar saftige neue Kombis, auf die ich mich schon so freue. Die sind echt geil geworden zuletzt. Ich freue mich da auch auf die anderen Heldenpunkte. Vor allem, dass wir jetzt auch diesen Schutzschild haben. Das ist richtig geil. Schön auch hier auf erhörtes Gebet setzen. Verschnupft, warum auch immer man um die Jahreszeit Schnupfen bekommt. Okay, was auch immer das war. Zusätzlicher Heiligschaden, okay. Alles gut, das haben wir. Wir können hier tatsächlich jetzt auch schon heute früh ein paar saftige Kombis bekommen. Das sage ich schon mal so vorab. Kann passieren. So, einmal ein bisschen heiliges Feuer. Nervt nur ein bisschen der Schnupfen, aber ansonsten geht das. Oh, da sind wir. Krieg ich noch einen? Jawohl. Ah, sehr schön. Man muss es ja noch wieder ein bisschen ausnutzen, diese Apotheose aus erhörtem Gebet. Wir kriegen sie schnell, wir kriegen sie richtig gut. Aber irgendwie nutzt man sie dann trotzdem schon auch mal ein bisschen aus. Das ist so zumindest so mein Anspruch. Gut. Jetzt haben wir seine Leutnants von ihm weggelockt. Aber jetzt wird es ein easy Match. Oh oh. Und drauf. Dann beginnt der spannende Part. Heute nicht? Beim letzten Mal sah das spannender aus und enger. Ah, bitte. Da sind wir doch. Ja, oder auch nicht. Okay, irgendwie war es beim letzten Mal anspruchsvoller und spannender. Naja, gut. Sind das die Lakaien von Startstoß? Machen! Machen! Es ist zu weit entfernt. Den kriegen wir schnell wieder hoch. Da machen wir uns mal keine Gedanken. Sage ich doch. Sie hat keinen Nutzen mehr für das Reich. Die Getreuen werden sich bald erheben und die Arati werden auch sie. Müssen nur alle drin sein, weil gleich geht die Tür zu. Ich setze mal Gotteshymne ein, einfach weil ich es kann. Und weil gerade ein bisschen das an Gruppendamage reinkam.
7 Aufladungen hat das Ding immer. 7. Beim Willen des Kaisers. Das heißt, gleich werden wir wieder eine Apotheose bekommen. Die Apotheose. Jetzt könnten wir sie gut gebrauchen. Meine erste Liebe. Einhändiger Streitkolben. Wir haben letztens erst einen neuen Stab bekommen. Boah, ist ein interessanter Hammer, sage ich ehrlich. Also die Palas freuen sich. Palas und der Verstärker Schamane. Stärke des Kaisers betont. Aber sich gegen uns zu wenden, ist Wahnsinn. Ich muss näher ran. Kö? Das ist zu weit entfernt. Haben wir auch das? Jetzt wird es ein bisschen heftig. Shit. Haben wir zum Finale doch noch ein bisschen was Spannendes. Sehr schön. Sehr gut. Keinen Bock habt, dass der draußen bleibt, wenn ihr das schließt. Ich meine nämlich, das wird geschlossen, sage ich doch. Kann ich die so lange schützen, die Gruppe? Muss ich ja. Hier, das wird helfen. Sehr gut. Gut, das war's. Ihr seht, wir machen große Fortschritte. Hier oben auch. Ist inzwischen 76. Wir machen große Fortschritte. Bald haben wir die 80 und den wunderschönen Endgame-Content. Ich weiß noch nicht, ob M+ schon freigeschaltet ist. Lass ich mich überraschen. Weil bis jetzt sehe ich davon noch nicht so viel. Das war's aber jetzt jedenfalls erstmal für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.